Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum ersten Match der Rückrunde der GPL, Freunde. Es ist soweit, wir haben ja die Halbzeit schon erreicht gehabt und jetzt geht's ab in die Rückrunde. Erneut 13 spannende Spieltage warten auf euch und wir spielen heute erneut gegen den lieben Sherani, unser Rematch, ja, nach dem ersten Match der Hinrunde. Ich war sehr gespannt, vor allem, da Sherani ja auch interessante Changes gemacht hat, meiner Meinung nach. Er hat ja unter anderem auch Despota und Stalobor rausgenommen, was mich persönlich doch auch ein bisschen gefreut hat, muss ich sagen. Denn ihr wisst ja, ich spiele ja ein Regenteam und da ist man immer so ein bisschen, immer so ein bisschen nervös, wenn der Gegner auch Wetter dabei hat, weil, ne, dann bricht der Wetterkrieg aus und jeder versucht, sein Wetter draußen zu halten und so weiter. Das war im ersten Match schon ganz interessant. Es hat auch hinterher damit geendet, dass einfach jeder irgendein Pokémon einfach in jedem Zug zum Sterben reingeworfen hat. Auf jeden Fall hat Sherani sehr interessante Changes, wie gesagt, gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier durch die Teams durch. Ich bringe hier mit mein Raikou hier mit einem. Nee, ich will das Item lieber nicht spoilern. Besser, ich spoilere das Item nicht. Das habe ich in den letzten Kämpfen schon viel zu oft gemacht. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren spekulieren, aber. Naja, wie gesagt, mein Raikou dabei am Lead, ja, als Lead. Viscogon natürlich noch, Quaxo natürlich ganz obligatorisch, Kabutops, mein Mega Sumpex selbstverständlich und den Newcomer mitunter, Panzer Aeron, ja. Erstes Match nach den Changes direkt mitgenommen, weil ich mir dachte, oh, gegen Sherani kannst du es gut gebrauchen, und wenn ich mir so sein Team angucke, ja, war das auch definitiv eine gute Entscheidung. Ja, apropos Sheranis Team, gucken wir uns auch mal dieses an. Er bringt hier mit ein Sherox, Panzer Aeron, Machomai, Panferno, Florgis und Blitzer. Ich kann mich irren, aber ich glaube, Sherani hat 3 oder 4 direkt von seinen Changes mitgenommen. Ich weiß es nicht. Panzer Aeron ist auf jeden Fall neu. Ich glaube, Florgis auch. Bei Panferno, ich glaube, noch Panferno glaube ich auch. Bei Sherox bin ich mir gerade nicht sicher. Aber die 3 auf jeden Fall. Und ich bin mal sehr gespannt. Viele Leute waren ja sehr skeptisch, dass so viele Panzer Aeron mitgenommen haben. Ob sich das in der GPL bezahlt gemacht hat, dass wir das getan haben, das werdet ihr auch in diesem Kampf erfahren. Aber allgemein muss ich sagen, Sherani, sehr interessantes Team auch wieder. Blitzer war ganz klar, dass er es mitnimmt. Höchstwahrscheinlich auch mit der HP Grass. Das machen eigentlich alle, die Pokémon wie Blitzer dabei haben gegen mein Team. Dass er Sherox mitgenommen hat, hat mich doch sehr überrascht. Denn meiner Meinung nach kann Sherox nicht so wirklich viel gegen mein Team machen. Aber, naja, so ein Priorität Bullet Punch kann natürlich auch immer wieder mal helfen. Vor allem Choice Band U-Turn oder sowas. Natürlich immer von Vorteil. Sherox allgemein super starkes Pokémon. Aber, naja, ich will mal nicht so viel verraten. Eine Sache möchte ich noch eben anmerken bei diesem Panferno. Zwei Sachen. Panferno, habe ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen drum gemacht. Zum einen kann Panferno ja ultra vielfältig gespielt werden. Mit Fake Out und Staff Rocks als Lead, Choice Bandit, Life Orb, Mix, ne, all sowas. Und da das hier die GPL ist und man sich ja vorher auf die Teams der Gegner einstellen kann, hätte es mich auch nicht gewundert, wenn dieses Panferno vielleicht sogar den Strauchler im Set gehabt hätte. Das muss ich mir alles auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Ja, auch wenn es ein Feuer-Pokémon ist, darf ich da nicht so leichtfertig meine Wasser-Pokémon reinwerfen. Und Machomai, habe ich schon in der Hinrunde gesagt, finde ich ultra stark, ja, kann mir auch sehr gefährlich werden. Auch Panzer Aeron muss ich mich auch immer mal regelmäßig dann gegenroosten, damit mir dieses Machomai dann nicht zu viel Damage drückt. Aber Freunde, ich denke, ich habe genug gelabert. Ihr seid immerhin hier, um den ersten Kampf der GPL-Rückrunde zu sehen. Und ja, ich möchte euch nicht länger warten lassen, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kampf. By the way, heute gibt es den Kampf ja mal wieder ohne Facecam, was einfach daran liegt, dass ich bis vor ein paar Stunden noch auf dem Geburtstag war und dementsprechend ultra fertig aussehe und ich euch diesen Anblick heute nicht unbedingt zumuten möchte. Also, Gomina Saishisho. Aber, naja. Mein Gegner liegt hier mit seinem Sherox. Ich glaube, das war richtig schlechtes Japanisch, aber wen juckt's? Ich liege hier mit meinem Raikou. Und das ist für mich ein ganz gutes Matchup, weil entweder geht auf Patronenhieb und macht mir nicht viel Schaden. Oder, ich weiß, dass er drin bleibt, kann mit Voltwechsel schon mal guten Schaden machen. Und auf jeden Fall, ganz sicher, in meinen Panzer Aeron gehen, weil Panzer Aeron hier physisch-defensiv ein richtiges Powerhouse ist. Und somit alle Moves von Sherox gut tanken sollte. Und wir sehen, dieser U-Turn macht einfach nichts an Schaden. Er macht sich mit dem Beulen auf jeden Fall deutlich mehr Schaden, sagen wir es mal so. Und ja, ihr merkt vielleicht schon, Panzer Aeron und so, das obligatorische Forstelker, ne, das Forstelker 2.0, wenn man so nennen kann, auch alles schön mit Beulen-Name spielen, ja. Naja, Panferno kommt hier rein und legt die Tarnstellen raus, das hat mich sehr überrascht. Ich habe hier predicted, dass er da meinen Switch predicted, weil eine Feuerattacke jetzt halt so obvious gewesen wäre, weshalb ich hier auch drin geblieben bin und einfach direkt auf den Sturzflug gehe. Damit kann ich dieses Panferno auf seinen Focus-Sash runterbringen
Und ja, dass er hier die Time Challenge spielt, ist schon mal eine ganz interessante Information für mich. Wahrscheinlich hat er auch noch Fake Out dabei. Und Overheat, das ist so ein relativ gängiges Set, das ich schon öfter auch so auf Panferno gesehen habe. Und naja, hier habe ich jetzt mit einem Hitzekoller gerechnet, deswegen gehe ich hier in mein Plickli. Aber er geht hier auf die Notsituation und das war richtig interessant, auch dass er hier überhaupt den Switch-Out predicted hat. Das war ein guter Zug von Shirani, muss ich doch sagen. Der Vorteil ist jetzt halt, dass hier das Panferno seinen Spätzangriff verliert, wobei das auch nicht wirklich so viel zur Sache tut, weil ich sowieso gleich in den folgenden Zug outspeeden könnte, aber naja, mein Viscom geht hier leider down, jetzt habe ich leider keinen wirklich guten Blitzer-Counter mehr, aber ich dachte mir, ja, Viscom ist doch das, was du hier am ehesten reinschicken möchtest, aber nun gut. Jetzt bin ich hier jedenfalls in meinem Quaxo, Freunde, und hier kommt eine kleine Überraschung. Ich wollte nämlich erstmal meinen Regen rausbringen und ihr seht, Quaxo ist schneller als Panferno, denn dieses Quaxo hier ist Gewaltschalt, ja. Bedeutet, ich bin auf einen Move beschränkt, aber um 50% schneller als vorher und damit konnte ich dieses Panferno überholen und es direkt aus dem Spiel nehmen. Das war auf jeden Fall etwas, was mich doch sehr gefreut hat, aber ich habe ja schon gesehen, dass dieses Panferno keinen Strauchler im Set hat, obwohl ich habe den vierten Move gar nicht gesehen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es Mogli war. Ich weiß es nicht. Kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben, Alex, das würde mich doch mal interessieren. Und ja, Flawless geht jetzt einfach auf einen Wish. Ich bin hier in mein Panzerehrung gegangen, weil ich der Meinung war, ja, Panzerehrung kann alles gut hängen. Aber da kommt eine Kraftreserve und ich dachte mir, oh shit, Kraftreserve Elektro. Ja, vom Schaden her würde ich eher sagen, dass es eine Kraftreserve Feuer war, die ich aber gerade durch den Regen halt super wegtanken kann. Ja, ich bin jetzt hier auf die Tarnsteine gegangen, weil ich halt den Switch predicted habe. Und ja, er geht jetzt hier weiter auf den Wunschtraum und ich gehe jetzt hier einfach erstmal auf einen Ruheort. Beziehungsweise, was heißt, ich habe Switch predicted. Ich habe einfach gedacht, oh, Flawless kann mir nicht viel. Mach mal Tarnsteine. So, hier switcht er jetzt nun sein Flawless raus. Und damit habe ich jetzt schon gerechnet. Und ich habe auch damit gerechnet, dass er in Xerox gehen möchte. Denn Xerox war ja relativ low, was die KP angeht. Und mit dem Wunschraum würde er die jetzt wieder hochheim, was ich natürlich nicht möchte. Deswegen ich jetzt hier direkt auf einen Wirbelwind gehe. Und dieses Xerox ja wieder rauswirbeln kann. Und damit geht der Wish auch verloren. Und ja. Damit kann ich das Momentum so ein bisschen wieder für mich sichern, denn diese Xerox hat einfach nur weiter Damage kassiert mit Tarnstein etc. Was jetzt relativ ekelhaft ist, ist, dass da dieses Panzer-Eron steht, Freunde. Und Panzer-Eron gegen Panzer-Eron. Absolut furchtbares Match, ja. Ich bin hier weiter auf Wirbelwind gegangen und habe gesehen, dass er Toxin aus seinem Panzer-Eron spielt. Eine Information, die ich mir auch weiter im Hinterkopf behalten sollte. Ja, gegen dieses Blitzer wollte ich hier jetzt nicht drin bleiben. Switche darum hier in meinen Sumpex, auch wenn das relativ risky war. Denn wie gesagt, er hätte den Switch auch locker predikten können, auf die Kraftreserve Pflanze gehen können. Gott sei Dank hat er das nicht getan, sondern geht hier auf den Voltwechsel. Und ja, damit kann ich nun sicher in meine Megaform gehen und gleich mal direkt meinen Regen rausholen. Jetzt könnte man sich fragen, also ich werde gleich meinen Regen rausholen, hier kommt nämlich die HP Grass und jetzt kommt die Frage, Tim, wenn du schon damit gerechnet hast, dass er die HP Grass drauf hat, er ist übrigens gelifeout, warum gehst du nicht direkt auf Erdbeben? Ganz einfach, weil Sumpex nach einem Regentanz schneller ist als Blitzer und ich es dann outspeedet hätte und dann direkt auf dem Spiel hätte nehmen können, aber rückblickend hätte ich jetzt auch gesagt, ja, ich hätte vielleicht direkt auf Erdbeben gehen sollen, denn dieses Blitzer, Freunde, jetzt wo mein Viscogon weg ist, kann mir noch echt Probleme bereiten. Naja, ich habe jetzt hier gedacht, okay, für den Fall, dass der Panzer-Ehrung geht, gehst du mal auf die Kaskade, die würde auch bei Blitzer locker reichen und wir sehen, holy shit, so much damage. Hier habe ich mir jetzt gedacht, ja, okay, schade. Sumpex geht down, hat das Ding wahrscheinlich Beulenhelm, aber er trug keinen Beulenhelm, damit geht Panzer-Ehrung down und ich dachte mir, wow, geil, ich kann meinen Sumpex noch ein bisschen behalten und weiter Damage drücken und das ist auf jeden Fall etwas, was absolut hervorragend ist. Er geht nun in seinen Xerox. Ich dachte mir, okay, für den Fall, dass er jetzt hier straight auf den Bullet Punch geht. Ich brauche meinen Sumpex auf jeden Fall noch. Ich gehe einfach wieder safe in meinen Panzer-Eron. Da kann ich alle Moves gut mit tanken. Und ja, er geht hier auf den Abschlag. Macht auch gut Schaden, weil es ein Volltreffer war. Aber durch den Beulenhelm nimmt er sich selbst raus. Und jetzt achte mal auf die Textbox. Ganz genau, es kam keine Textbox. Denn wenn das Pokémon das Abschlag benutzt, in derselben Runde dann K.O. geht, also durch den Beulenhelm K.O. geht, dann wird der Beulenhelm auch nicht vom Pokémon abgeschlagen. Das bedeutet, dieses Xerox hat sich effektiv eigentlich nur selbst ausgeschaltet und ich kann den Beulenhelm auf meinem Panzer-Ero noch aufbewahren, was mich sehr, sehr freut für dieses Machomai. Und ja, hier dachte ich mir jetzt, okay, Raikou ist mein bester Switch in dieses Blitzer, deswegen, ja, mach das einfach mal. Hier kommt die HP Grass und ich muss sagen, für die ist halt live, die macht echt guten Schaden. Hier hatte ich jetzt Angst, dass dann gleich eine Ampelleuchte oder ein Spukball vielleicht sogar reichen könnte, um mich auszunocken. Und ja, da kommt die Ampelleuchte und ich überlebe. Das ist schon mal gut, er kriegt weiter Live-Op-Damage und mit meinem eigenen Spukball kann ich nun dieses Blitzer aus dem
Spiel nehmen. Nein, nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Verdammt. Aber egal. Mit einem Voltwechsel nimmt er uns nun beide raus. So gesehen hat Raikou hier das Blitzer aus dem Spiel genommen. Auf jeden Fall bekommt Raikou dafür den Kill. Und ja, damit gehen die beiden Elektro-Pokémon direkt down. Oh yeah. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn Blitzer war wirklich meiner Meinung nach der größte Threat für mich. Und hier geht er nun in seinen Flawgoss und hier mache ich einen ziemlich bescheuerten Zug, nämlich jetzt, ich mache eigentlich einen total fatalen Zug. Ich gehe nämlich hier in meinen Quaxo und ja, dachte mir, okay, geh mal in Quaxo, hol deinen Regen raus. Aber die beste Option, die ich hier gehabt hätte, wäre einfach direkt in Panzer Aeron zu gehen, denn er hat nur noch seinen Machomai und sein Flawgoss. Und ja, beide hätte ich mit Panzer Aeron gut handeln können. Jetzt mache ich hier so einen dummen Zug. Ich gehe nämlich in mein Panzer Aeron und habe voll vergessen, dass die Tarnsteine liegen. Aber er geht jetzt hier Gott sei Dank auf den Wunschtraum. Wäre mein Gegner jetzt hier nicht auf den Wunschtraum gegangen, sondern direkt auf die Kraftreserve, weil er meinen Switch predicted hat, dann hätte ich das Match... Ich hätte das Match nicht verloren, Quatsch, aber... Es wäre einfach extrem kritisch geworden. Ja, wobei, ich hätte es wirklich verlieren können. Geht sie auf jeden Fall auf Ruheort, weil ihr seht, mein Gegner kann ja eigentlich nicht mehr so besonders viel machen. Flawgoss kann mich nicht effektiv genug treffen. Ich kann gleich mich hier immer weiter hochroosten, kann dann Wirbelwind machen und dann gegen Machomai kann ich einfach Brave Bird spammen. Also ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, dass das jetzt nicht gerade so wirklich gut aussieht für den lieben Shirani. Wenn er hier eine HP Elektro drauf gehabt hätte, das wäre was ganz anderes gewesen. Aber ich nehme mal an, dass er die HP Fire drauf spielt, für den Fall, dass ich meinen Forstelka mitgenommen hätte. Und ja, ich muss einfach sagen, jetzt wo ich es nochmal zurückblicken sehe, dieser Zug, ne? Das war echt... Was habe ich mir dabei gedacht, ja? Einfach, ich hätte einfach ein paar Zerehrungen gehen sollen. Da hätte ich das Match eigentlich deutlich sicherer runterspielen können. Also, wie gesagt, hätte Shirani hier die Kraftreserve auf den Switch predicted, das wäre fatal gewesen. Hier dachte ich mir jetzt, okay, ich habe mich genug hochgeheilt, da kommt Machomai rein. Und jetzt heißt es Brave Birds Them All. Das Ding ist, selbst wenn er gleich sich dazu entscheidet, in sein Flawgoss rauszuswitchen, würde ein Brave Bird immer noch guten Schaden hinterlassen. Deswegen kann ich relativ safe auf diesen Move gehen und der würde natürlich auch hervorragenden Schaden an Machomai hinterlassen. Hier dachte ich mir jetzt, okay, es ist schade, dass du wahrscheinlich jetzt Master Aeron opfern wirst. Er geht ja auf Wuchtschlag. Ich habe hier nämlich vollkommen vergessen, dass ich den Beulenhelm immer noch getragen habe. Ich habe da nämlich gar nicht drauf geachtet, dass das Scherox mir den gar nicht weggeschlagen hat. Aber hier mache ich jetzt auch ein bisschen blöden Zug, sage ich mal. Denn ich gehe weiter auf Sturzflug, wobei... Ja, so doof war der Zug gar nicht, weil ich hätte auch nicht auf Ruheort gehen können, denn dann hätte ich meinen Flugtypus verloren und der nächste Wuchtschlag hätte mich wahrscheinlich so oder so rausgenommen. Aber, naja, letzten Endes hätte sich das Machomai sowieso selbst rausgenommen mit dem nächsten Angriff. Aber, nun gut, da kommt nun Flawgoss rein und ich opfer jetzt hier natürlich mein Panzer Aeron. Panzer Aeron, meiner Meinung nach hier der MVP. Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt im ersten Match der Rückrunde so einen guten Job macht. Ich bin doch sehr stolz auf den kleinen Stahlvogel. Starscream kennen ja auch vielleicht noch einige von euch aus den ersten X und Y Battles. Ja, das ist genau dieses Panzer Aeron, Freunde. Und ja, ich gehe jetzt hier in mein Sumpex. Einfach um das Match jetzt gleich zu beenden. Wobei ich hätte eigentlich, ja, ich wollte erst in Quaxo gehen, weil ich mir dachte, na, geh mal in Quaxo, da kannst du den Regen schon mal rausholen. Aber da dachte ich mir, bis Quaxo mal down geht, ja. gehst einfach direkt in Sumpex, machst guten Schaden mit dem Airbeam, es reicht fast zum Oko. Sumpex geht jetzt hier auch down. Sumpex hat ja auch einen super Job gemacht, muss man sagen. Wie es das Panzer Aeron getooltet hat, hat mich sehr überrascht. Und jetzt, ja, das Flawgoss hat so wenig KP. Ich kann jetzt hier einfach mit Kabutops reinkommen, damit Kabutops auch nochmal hier so einen kleinen Auftritt bekommt in den Kampf. Und es mit einem Angriff, völlig egal welchem, aus dem Spiel nehme. Ich gehe auf die Kaskade und das bedeutet auf Wiedersehen Flawgoss. Ja, Flawgoss geht damit down und damit, Freunde, gewinnen wir den Kampf gegen Shirani. Der erste Kampf der Rückrunde geht positiv für uns aus, was ich richtig, richtig gut finde. Shirani auf jeden Fall sehr, sehr starker Spieler. GG war ein sehr schönes Match, muss ich sagen. Es kam echt die eine oder andere Situation, wo ich mir dachte, oh shit, wie handelst du das, ja? Also wirklich Sorgen habe ich mir vor allem um das Blitzer und das Panferno gemacht, weil ich dieses Panferno halt echt zunächst gar nicht einschätzen konnte und hat es einfach mein Whiskerone rausgenommen. Ich habe in der Notsituation echt null gerechnet, aber es ist echt eine gute Strategie, muss ich doch sagen. Blitzer, wie immer, ist echt immer noch ein gar nicht so kleiner Threat für mich. Hat ja auch hier wieder guten Schaden an meinem Team so hinterlassen. Ja, was halt relativ gut war, dass ich hier wirklich Panzer Aeron mitgenommen habe und nicht Forstelka, denn da konnte ich mich mit Ruheort immer wieder hochheilen. Und dann, als dann der Standpunkt kam, wo Shirani nur noch Flawgoss und Machomai hatte, da war das Match dann halt doch relativ safe gewesen für mich.
Wobei halt dieser eine Zug, dieser eine Switch-Out mit Quack so echt fatal war. Hätte Scherani das predicted, hätte ich wahrscheinlich wirklich noch verloren. Aber, naja, wie dem auch sei, Freunde, das war auf jeden Fall ein super Match als Einstieg in die Rückrunde. Ich finde nochmal GG an dich, Alex. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Match gefallen. Ich hoffe, ihr seid alle gehypt auf die Rückrunde. Schaut euch auch die anderen Matches alle an. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten GPA-Kampf wieder. Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.